richtig geile Pin-Ups. Ein Applaus für die Pussycat Dolls! Die Pussycat Dolls sind der fleischgewordene Männertraum und die perfekte Performance-Crew. Die Mischung der Dolls aus Unterhaltung und Erotik ist im aktuellen Showbusiness einzigartig. Bam. Das Konzept ist halt eigentlich praktisch so eine Go-Go-Show. Das ist sowas wie Chippendales, nur als Frauen. Die haben eine tolle Show von vorne bis hinten, tolle Stimmen, tolle Charaktere. Man muss aber sagen, dass die Pussycat Dolls auch bei Live-Auftritten wahnsinnig synchron sind. Also ich kenne keine andere Girlband, die so synchron tanzt wie die Pussycat Dolls. I like when the fish are cold, don't leave my ass can bumble, I'm a sexy mama. Der Grund für die perfekte Choreografie der Dolls? Die Band startet vor 16 Jahren als New Burlesque-Tanzgruppe in Johnny Depps Viper Room. Während ihrer gesangsfreien Revue-Shows performen sie in knappen Pin-Up-Kostümen. Outfits, die die Dolls auch heute noch tragen. Ich fand es total genial, was sie anhatten. Die hatten wirklich auch auffällige Klamotten an und auch wirklich enge und Corsagen. Korsetts ist immer so eine Sache. Logischerweise ist man da eingeschnürt. Und logischerweise ist es nichts, was man unbedingt dann, was cozy ist, was gemütlich ist. Bequem sind die sicherlich nicht, die Outfits von den Pussycat Dolls. Wer schön sein will, muss leiden. Es ist ein alter, übler Spruch, aber er ist wahr. Im September 2005 zünden die Pussycat Dolls die Lunte ihrer Musikkarriere. Für ihren ersten Song, Don't You, können sie Rap-Superstar Busta Rhymes für sich gewinnen. I was like, thank you so much for doing this. And he was like, let me tell you something. And he's like, this is hot. I wouldn't be doing this if this wasn't hot. Don't you wish your girlfriend was wrong like me? Und Busta behält recht. So viel Frauenpower kann niemand widerstehen. In Deutschland schießt ihre Debütsingle auf Platz 1 der Charts und verkauft sich weltweit mehr als 6 Millionen Mal. Let me show you something. Ain't none of you ever been in the middle of this much pussy cat dolls. I said cat dolls. What, you know? Heute reißen sich die Größen des US-Musikbusiness darum, mit den sexy Ladies zu arbeiten. Zu den Produzenten der Kitty Cats gehören unter anderem Timbaland, Snoop Dogg und Will.i.am. In Amerika ist ja generell so, Erfolg und Erfolg, das tut sich gerne zusammen. Und von daher ist das schon alles gut. Und das ist ja auch so ein bisschen R&B-mäßig, also Rhythm und Burlesque könnte man das vielleicht auch nennen. Und von daher, also so die Feature-Sachen, das ist schon, das macht schon Sinn alles auf jeden Fall. Wer kann schon mit den Pussycat Dolls mithalten? Sie tanzen verboten scharf und singen dabei sogar live. Zu Recht spielt das Quintett ganz vorne in der Liga der Pin-Up-Girls mit. Herzlichen Glückwunsch zu einem dritten Platz. We love you.